Jetzt zeigt sich, ob unsere Aktion ein Erfolg war. Blechklotz, wir kommen. Da unten gibt's nichts mehr zu tun. Statusbericht. Alles so gut wie erledigt. Beeilung. Heidegger hasst warten. Ha. Noch nicht fertig. Eindringlinge, auf Sie! Verschafft uns doch etwas Zeit! Heidegger hier. Wie ist die Lage? Mach weiter, was wir warten. Bis hier unten. Wir kämpfen mit allen Mitteln gegen die Eindringlinge. Die abschließenden Tests müssen warten, bis die Gefahr gesamt ist. Kein Problem. Schickt den Heerbast einfach auf. Das ist noch nicht. Nicht egal. Macht einfach. Energie! Jetzt geht's ans Eingemachte. Wenn wir mit euch fertig sind. Dir werde ich schützen. Genug. Ha, das habt ihr davon. Seht mal. Das ist eine Art Statusreport dieses Roboters, oder? Seine Reaktionen sind verlangsamt. Das macht es uns leichter. Wir sollten uns eine Siegerpose ausdenken. Ich meine, der Kampf wird schließlich live übertragen. Vielleicht starten wir ja einen neuen Trend. Ohne mich. Oh. Eine Sackgasse? Die Röhren kommen wir wohl nicht wieder rauf. Gibt schon einen Weg. Da ist irgendwas. Hey, das war haarscharf. Auf die Fall. Was?
hat uns den Weg freigeräumt. Direkt in die Höhle des Löwen. Den wir natürlich besiegen werden. Wir werden den Leuten eine Show bieten, die sie ihr Leben lang nicht vergessen. Nummerier schon mal deine Bolzen, Blechklotz! Genau, mit Avalanche ist nicht zu spaßen. Jetzt dauert's nicht mehr lang und wir sind wieder zu Hause. Glaub mir, das schwöre ich. Ja, Marlene wartet schließlich. Bestimmt sogar auf Cloud. Hm? Wenn er nicht so grantig ist, vielleicht. Kommt auf die Kohle an. Worauf wartest du? Öffne die Tür. Die ist verriegelt. Gibt's einen Weg, sie zu öffnen? Ja, von dort drüben. Langsam geht Shinra mir echt auf den Sack, Leute. Da hinten ist übrigens auch die Entsorgungsstation, wie es scheint. Du meinst die, wohin wir die Roboterteile geschickt haben? Ach, die Schatzkammer. Da will ich nichts gesagt haben. Wie lässt sich die Tür öffnen? Denkbar einfach. Man muss nur die Hebel da gleichzeitig umlegen. Ich nehme die mittleren. Und ich den hier. Bleibt noch der da für dich. Die Notfallsperre ist momentan aktiv. Wir müssen die Hebel also gleichzeitig umlegen, ja? Okay, alle auf mein Kommando. Überlass das mal tiefer. Was soll das heißen? Na na, wer wird denn hier streiten? Also gut, eins, zwei... Mehr Feingefühl, bitte. Wir schaffen das. Eins, zwei... Die Notfallsperre wurde aufgehoben.
Jawoll! Ich glaube, wir sind ein gutes Team. Meinst du? Lasst uns ruhig auch mal einen Blick in die Schatzkammer werfen. Kinder, jetzt Hagels Geschenke. Wenn du reinkommst. Verriegelt? Ja, mit höchster Sicherheitsstufe. Was heißt das konkret? Dasselbe Spiel wie gerade, nur mehrmals hintereinander. Ha! Diese Geizhälse. Geben ist seliger denn nehmen. Genau, nur nicht in unserem Fall. Aktuelle Einstellung, maximale Sicherheitsstufe. Barrett, Cloud, richtet euch genau nach mir, okay? Also gut, dann... Warte auf Tifas Zeichen. Ja, schon klar. Leg los, Tifa. Also gut, es geht los mit der ersten Kombination. 1, 2... Sicherheitsstufe 1 aufgehoben. Das war super, ihr beiden. Immer weiter so. Okay, nächste Runde. 1, 2... Sorry! Jetzt aber. 1, 2... Nicht so hektisch. Das wird schon. 1, 2... Sicherheitsstufe 2 aufgehoben. Super! Ich glaube, ihr habt den Dreh raus. Na sicher doch. Um Shinra 1 auszuwischen, würde ich alle Hebel der Welt in Bewegung setzen. Die Hälfte wäre geschafft. Jetzt kommt der Endspurt. 1, 2... Versuchen wir es nochmal. Wir schaffen das. 1, 2... Das war nur zum Aufwärmen, okay? Jetzt aber. 1, 2... Nicht so hektisch. Das wird schon. 1, 2... Nicht so hektisch. Sieht aus, als müsste der Chef mal den Ton angeben. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi! Mach's nicht noch schwerer. Nicht aufgeben, wir schaffen das. 1, 2... Sicherheitsstufe 3 aufgehoben. Absolut spitze. Uns hält nichts auf, was? Nur noch eine Kombination. Jetzt bloß nicht schwächeln. 1, 2... Sorry! Wir schaffen das. 1, 2... Sicherheitsstufe 4 aufgehoben. Entsorgungsstation wird entriegelt. Puh, geschafft. Ich dachte schon, das wird nie was. Aber echt mal, Mensch Cloud. Ich dachte, du warst bei Soldat. Sowas stand nicht auf dem Lehrplan. Ach ja? Und wie war das mit dem Alleskönnen, Herr Alleskönner? Ja, ist ja schon gut. Lasst uns lieber schnell drin nachsehen. Und zwar Pickepacke! Thank you.
Also dann, auf ins Vergnügen! Direktor Shinra! Oh, ich sehe das Funkeln von Mako in deinen Augen. Du bist ein Soldat, nicht wahr? Ich war ein Soldat. Soldat ist man auf Lebenszeit. Nur ist die für euch ja eher kurz. Die meisten von euch sterben nämlich relativ früh, weil ihre Zellen schneller degenerieren. Details sind unter Verschluss. Aber jeder Soldat weiß von seinem Schicksal. Natürlich. Hey, wir sind auch noch da! Ja! Ich lasse dich lieber gar nicht erst zu Wort kommen. Du redest mir zu viel. Ihr lasst mir ja keine Wahl bei all dem dämlichen Bockmist, den ihr täglich verzapft. Nichts als Klagen. Welch gotterbärmliche Zeitverschwendung. Ja, Verschwendung. Das ist ein gutes Stichwort. Mako wird aus dem Lebensstrom gewonnen. Der aber ist für den Planeten existenziell. Wie ihr mit der Lebenskraft dieser Welt umgeht, ist Verschwendung! Was soll das bloß für ein Ende nehmen? Hä? Es sind tatsächlich wir, die das Mako fördern. Aber wer nutzt es denn Tag ein Tag aus? Ihr alle wisst, woher das Mako stammt. Und doch wollt ihr auf den Fortschritt nicht verzichten. Sag mir, dass es nicht so ist. Was für ein Schwachsinn! Und selbst wenn es so wäre, dann nur wegen eurer verdammten Blenderei! Wir schenken den Leuten reinen Wein ein. Freut euch, kleine Narren aus den Slums. Denn von heute an seid ihr Agenten aus Wutai. Stachelt die Kriegslust unseres Volkes an. Wutai? Was soll der Scheiß? Das ist zu hoch für euch, dämliche Ratten! Hey, was soll das werden? Ihr Narren, ihr habt das Heft schon seit langem nicht mehr in der Hand. Ihr habt uns vielmehr in die Hände gespielt, bei unserer sorgsam geplanten Kriegsagitation. In diesem Sinne, ich bin dann also frei. Mit Dank von Shinra. Du Drecksack! So, die Vorstellung hat begonnen. Die Feinde mit Gas Avalanche. Niedere Handlanger der Rebellen aus Wutai. Wir werden euch hier und heute unschädlich machen. Niemals. Ich hasse sie alle. Damals konnte ich nichts für sie tun. Cloud! Träum hier nicht rum! Wir brauchen dich jetzt. Cloud! Alles klar? Ja! Und bei euch? Alles im grünen Bereich. Das Volk soll euch treiben! Nimm das! Außer dem du! Roger, ich übernehme! Viel Erfolg! Jetzt kann ich dir das sagen.
Wunderbar! Der Effekte sind sofort da! Ein Bärenspezial! Jetzt kann ich dir das sagen. Die Arbeit! Da geht noch was!
Macht die Kanone auf! Bringt euch in Sicherheit! Jetzt kommt was! Ihre Arme! Ihr Leben seid uns hilflos ausgeliefert! Der Erdbastard geht jetzt über in die letzte Phase! Blickt euren Tod ins Angesicht! Dein Einsatz! Er greift aus der Luft an! Jetzt bist du am Zug, Barrett! Kein Problem! Gib mir einfach etwas Rückendeckung! Geht's noch? Ich leg los! Wurde schon ungeduldig! Stürzt euch auf ihn! Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Auf die Zeit! Wie schmeckt dir das? Und jetzt knallt's! Das war's denn! Seh dich! Viel Erfolg! Jetzt erst recht! Lasst mich mal warten! Ja! Danke, Barrett! Na? Das tut weh! Danke für die wunderschönen Aufnahmen! Es tut mir ja wirklich leid, aber so langsam müssen wir ausschließen.
seid versichert, dass die Aufzeichnung eurer Niederlage uns wertvolle Dienste leisten wird. Gleich geschafft! Greif mir zusammen, Mann! Ich bin bereit! Den jag ich in die Luft! Gleich alles in die Luft! Kümmere dich um Tifa! Danke für alles. Red doch nicht so, als wäre alles schon vorbei! Klaus! Weg hier! Bist du okay? Hörst du mich? Ja. Damals sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Damals? Wie ist es diesmal? Kannst du aufstehen? Diesmal? Vergiss es. Konzentrier dich jetzt erstmal nur auf dich selbst. Also, schaffst du es? Kannst versuchen. Und? Vorsicht. Langsam. Ganz langsam. Brauchst du mir nicht sagen. Hey. Wer bist du? Wer ist das? Ich bin dein Herr und Gebieter. Es gibt viel zu tun. Alles in Ordnung mit dir? Willkommen zurück. Na, wieder wach? Wer bist du? Aeris. Und du? Wie heißt du? Ich bin Cloud. So trifft man sich wieder. Kennen wir uns etwa? Was? Du erinnerst dich nicht? Komm schon, die Blume. Ah, das Blumenmädchen. Wo bin ich? In der Kirche der Slums, Sektor 5. Du bist einfach so vom Himmel gefallen. Das war ein Schreck. Du hattest Glück, du bist auf meinen Blumen gelandet. Hä? Gut, was? Das sind deine Blumen? Tut mir leid. Mach dir nichts draus. Die Blumen sind hart im Nehmen.
Dieser Ort gibt ihnen nämlich Kraft. Hey, Cloud, du hast was verloren. Oh. Ich habe auch so eine. Materia sind ja auch nicht wirklich selten. Aber meine ist etwas ganz Besonderes. Sie ist nämlich vollkommen nutzlos. Du weißt nur nicht, wie man sie benutzt. Kann schon sein. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich fühle mich sicherer, wenn ich sie bei mir trage. Meine Mutter hat sie mir nämlich gegeben. Hey, das ist schon unser zweites Treffen. Zeit, sich besser kennenzulernen. Juhu! Na dann? Ich störe doch nicht, oder? Und wer bist du? Das ist mein Bodyguard. Er ist Soldat. Hä? Ein Soldat? Ex-Soldat. Ah, ja. Marco Orden. Als Söldner machst du doch sowas sicher. Nicht, mein Bodyguard? Hä? Schwert, dachte ich. Sag schon ja, bitte. Klar, warum nicht? Aber das kostet. Du bekommst ein Date mit mir. Hä? Ein echter Soldat, ja? Welcher Rang? Erster. Jetzt mach dich mal nicht lächerlich. Du und Rang 1. Wow. Tretet ja nicht auf die Blumen! Hast du gehört? Dauert nicht lange. Dann mach! Hör mal, Alter! Ihre Bodyguards sind immer noch hier! Ach, wirklich? Wann habt ihr mich denn bitte mal geschützt? Das ist Betriebsgeheimnis, meine Liebe! Dann erwarte auch keinen Dank von mir! Es ist vorbei! Hört auf, im Weg zu kämpfen! Verstärkung rüber! Jetzt mach mal ernst! Jemine! Jämmerlicher Haufen. Lust habe ich ja nicht, aber... Jetzt bin ich am Zug. Verdammt! Hör auf, schon!
Keine Chance. Na gut. Okay. Das war knapp. Jetzt. So, langsam. Kinderspiel. Mein Einsatz. Okay. Was? Schluss jetzt. Was? Los geht's. Okay. Na gut. Dann mal los. Bin so frei. Volle Konzentration. Das wird so nichts. Sieh an! Hast dich wohl etwas überschätzt. So wird das nichts. Volle Kraft! Irgendwelche letzten Worte? Du bist ziemlich hartnäckig. Aber als Profi habe ich Spaß an all meinen Aufträgen. Lass uns etwas Spaß zusammen haben. Soldat? Los. Los. Dann los. Ja! Ja! Sieh jetzt bloß nicht den Schwanz an. Ja, kein Problem. Ja. Na? Da! Jetzt kleines Geschenk. Okay. Es ist auch kein Problem. Bastard! Los geht's. Na gut. Haltet nicht auf meine Blumen!
Hab alles in Ordnung. Okay. Nicht schlecht. Los. Wie wär's mit Nachschlag? Für dich. Kleines Geschenk. Okay, Kinderspiel! Und weiter. Okay. Dann los! Steh auf, Schmerz! Okay! Ich! So langsam! Verdammt! Oh. Kein Problem. Reicht. Ja! Ha! Ich kenne dich! Okay, Stromschlag! Alles im Griff. Verschwende! Das wird so nichts. Jetzt komm ich! Kinderspiel! Keine Chance! Glückstreffer! Verdammt! Das war's dann! Hallo! Ihr trinket auf die Blumen! Nicht, Mann. Ich wollte doch nur... Was zum... Wie ist das? Kommandant! Sind Sie verletzt? Lasst mich und schnappt sie euch gefälligst. Jawohl. Dieses Mal. Greifen Sie uns gar nicht an. Hey, aufwachen! Los. Hierher.